Mein Name ist Eva Bieri. Ich bin 1955 in Zürich geboren und bin in einer Kleinstadt aufgewachsen. Mein Beruf war Hundekoiffeuse, habe ich gelernt. Und mit 23 Jahren habe ich Billy kennengelernt. Wie war das? Wie hast du den kennengelernt? Meine Mutter hat mir erzählt von einem Verein und von einem UFO-Vortrag und das hat mich interessiert. Und dann bin ich mit meiner Mutter und meinem damaligen Freund an den UFO-Vortrag gekommen, hierher. Das war hier auf der Figo Property, Ja, Figo das Farm. war hier, nicht im Restaurant, das war noch hier. Und gab es damals Figo schon, oder? Da gab es Figo schon, ja, seit einem halben Jahr. Das war ganz in den Anfängen. Ja, das war 1977. Und was waren so deine ersten Eindrücke, Zweifel, Interessen, was dieses Wissen da anbetraf? Also an UFOs habe ich nie gezweifelt, weil ich mit meinem Vater in der Kindheit schon mehrmals beobachtet habe. Und für mich war es schon immer klar, dass es UFOs gibt. Von außen gab es irgendwelche Kritik, dass du jemand bist, der da an UFOs glaubt? Nein, ich habe das auch nicht verheimlicht und ich spreche zwar nicht extra darüber oder sage, ich glaube an UFOs, aber wenn mich jemand fragt, dann gebe ich Auskunft und die können alle, meine Freunde können mich besuchen und können auch Fotos anschauen. Erzähl uns mal von den Anfängen der Figo. Was war so da der, mal von den Anfängen der Figo, was waren da so die Schweren, der Struggle zwischen den Menschen oder auch zum Aufbau dieser Organisation? Ja, der Aufbau war sehr hart. Es gab viel Arbeit, aber das habe ich gerne. Etwas aufbauen, das finde ich spannend. Aber die Menschen untereinander, wir hatten auch Meinungsdifferenzen und es ging manchmal auch ziemlich laut zu und her, weil jeder wollte irgendwie was anderes oder wollte seine Meinung oder irgend auch was anderes bauen, als wir noch das Haus aufgebaut haben, die Zimmer ausgebaut haben, die Bäume gepflanzt und das war schon eine harte Zeit, aber es war auch schön, weil man etwas ganz neu aufbauen konnte und das hat mir sehr gefallen. Und wieso war da so viel Konflikt? Ich meine, wenn man über die Lehren von Billy nachdenkt, dann müsste eigentlich kein Konflikt da sein. Ja, doch. Das sind immer, also wo Menschen zusammenkommen, da gibt es immer Konflikte. Also das kann man nicht vermeiden. Und wir wohnten ja in diesem Haus zusammen und viele Menschen und ziemlich nah und dann gibt es Konflikte. Da kann man gar nicht ausweichen. Aber man kann das bereinigen, man kann ja auch diskutieren. Oder auch einmal spazieren gehen, dass man sich wieder beruhigt. Und dann geht das schon. Was war für dich so der persönlich der härteste oder schwierigste Kampf in diesem Prozess? Und was war für dich die glücklichste Zeit, die du dadurch auch gewonnen hast? Also, am meisten Mühe hatte ich, dass man so nah zusammenlebt. Dass man nicht viel alleine sein konnte. Und wenn ich alleine sein wollte, das war schön, dann konnte ich in die Natur, in den Wald oder raus oder in den Garten. Das war für mich hart. Und die schönste, also das Schönste war eigentlich, wenn die Kinder mit den Kindern, wenn ich die Kinder hatte, auch die Kinder von Besuchen. Und ich habe viel auf die Kinder aufgezogen und mit den Kindern gearbeitet oder gespielt. Wieso, was war da so befriedigend oder inspirierend? Oh, ich habe einfach gerne Kinder und ich finde es spannend mit Kindern. Ich finde es schade, hat es jetzt so wenig Kinder. Die meisten Gruppenmitglieder, die Jüngeren, haben keine Kinder und das finde ich sehr schade. Ja, die Kinder, das ist ja eigentlich auch ein gutes Thema. Wie siehst du, dass die Lehren von Billy oder eure Lebensart eigentlich an die junge Generation herangetragen werden soll? Denn wie gesagt, es sind eigentlich fast nur ältere Leute hier, die die Idee leben. Ja, das stimmt. Aber ich
ich mache das nicht extra bewusst. Wenn die Kinder etwas fragen, dann gebe ich Antwort. Wenn sie fragen, gibt es UFO, dann sage ich ja, es gibt UFOs und sie können Fotos anschauen. Aber ich rede nicht speziell auf die Kinder ein. Oder sie können frei sich entfalten. Also. Aber wie kann diese Generation, sag mal Mitte 20, wirklich sich mit den Ideen von Billy verbinden? Ich sehe da irgendwie so eine Distanz. Wie siehst du das? Ja, was heißt da verbinden? Also jeder Mensch muss seinen eigenen Weg gehen. Und nur weil ich Kinder großgezogen habe hier, dann müssen sie nicht auch hier bleiben oder auch in diesem Verein kommen, wo ich bin. Das war meine Entscheidung und meine Kinder sind hineingeboren. Und sie müssen sich selbst entscheiden, wie oder wo sie leben wollen oder wie ihr Lebensweg aussieht. Dein Sohn soll vielleicht irgendwann mal, oder es gab Streitigkeiten auch darüber, als wir mit ihm gesprochen haben, die Idee der Figur weiterleben oder übernehmen. Hast du da was zu sagen? Ja, nein, es ist einfach, wenn Billy einmal stirbt, dann ist einfach die FIGU als Verein für alles verantwortlich. Und jedes Gruppenmitglied ist gleichgestellt. Da gibt es keinen Leiter mehr. Billy war ja, also, oder ist der Leiter jetzt? Und wenn er stirbt, dann gibt es keinen Leiter mehr. Persönlich bist du jetzt die Lebensgefährtin des Billys. Habt ihr auch Konflikte, dass du ihn in Frage stellst mit seinen Ideen? Erzähl uns mal darüber. Ja, sicher. Er hat viele Bücher geschrieben, ich habe auch alles gelesen und studiert, aber ich begreife natürlich nicht alles, was er schreibt. Und wenn ich etwas nicht begreifen kann, eine Aussage, dann stelle ich das gedanklich in eine Ecke und wenn ich dann durch Lebensumstände an etwas herangetragen werde, dann kann ich darüber nachdenken nochmals, speziell über Geisteslehre-Themen. Und dann, wenn ich etwas nicht nachvollziehen kann mit meinen eigenen Gedanken, dann kann ich das auch nicht so akzeptieren. Ich muss es selbst nachdenken können. Ich habe so das Gefühl, wenn ich mit dem Billy spreche, es geht immer darum, die innere Balance zu finden, das innere Ich zu finden. Kommt da nicht die Familie zu kurz? Wie war so deine Erfahrung, eine Familie in diesem Ganzen großzuziehen? Bleibt die Familie nicht da auf der Strecke? Ja, das ist immer ein bisschen schwierig. Dann hat man wieder eine Sitzung und dann ist das Kind wieder, muss man es jemand anderem überlassen. Oder ja, jetzt mit Selina, mit unserer kleinen Tochter, ist es so, sie ist ja mehrfach behindert und sie kommt immer jetzt an erster Stelle. Das war mit meinen anderen Kindern, die ich großgezogen habe, nicht immer so. Aber mit meiner kleinen Tochter muss es so sein. Hat es eine andere Herzlichkeit in die Gemeinschaft gebracht? Oder wie siehst du es? Ja, schon, weil sie kann ja nicht sprechen, aber sie versteht alles. Man sieht es einfach irgendwie großzügiger. Man wird toleranter, denke ich mal. Ich habe so das Gefühl, dass sie der einzige Mensch ist, deine Tochter, die wirklich das volle Verständnis oder das herzliche Verständnis bekommt, was man normalerweise so aus der, ich sag mal, christlichen Kultur kennt, weil ansonsten von den anderen Menschen oder Mitgliedern ja erwartet wird, dass sie eigentlich ihr eigenes Bewusstsein so entwickeln und sich darüber Dinge im Klaren werden, als dass man sie erstmal in den Arm nimmt und sagt, komm her, ist alles gut. Oh, also sie ist einfach ein Kind. Und ein spezielles Kind und sie braucht 20 mal mehr Aufmerksamkeit und Zeit als ein sogenanntes normales Kind. Und das hat jetzt jeder gemerkt und inzwischen. Hat sie aber nicht damit irgendwo so einen neuen Grundstein gesetzt in eurer Gemeinschaft hier, dass vielleicht jeder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit braucht? Ich denke schon. Also viele haben ein sehr herzliches Verhältnis zu Selina, zu unserer kleinen Tochter.
Und andere sind ein bisschen distanzierter, aber das ist so, weil nicht jeder kann gleich mit den Kindern umgehen. Das ist immer so. Die stille Revolution der Wahrheit, was bedeutet das für dich? Also, das bedeutet für mich, dass Billy möchte, dass die Menschen über die Wahrheit nachdenken. Woher komme ich? Wohin gehe ich? Was möchte ich aus meinem Leben erreichen? Und wie kann ich anderen Menschen helfen? Was ist für dich der Sinn des Lebens geworden? Für mich, ich helfe gerne anderen Menschen, wenn sie das möchten. Für die Zukunft der Menschheit, für die Zukunft deiner Kinder, was wünschst du dir da? Da wünsche ich mir mehr Selbstständigkeit und mehr Selbstverantwortung und dass die Menschlichkeit untereinander größer wird und die Toleranz. Durch meine kleine Tochter erfahre ich viele Ausgrenzungen. Die viele Leute schauen, man sieht, sie ist nicht so wie die anderen Kinder und sie lassen das auch merken. Also Bemerkungen oder man wendet sich ab. Und ja. In deinem eigenen Leben, was war so der, ich sag mal, die Veränderung, die stattgefunden hat? Kannst du das an einer Sache festmachen oder war es einfach so insgesamt dein Leben oder die größten Veränderungen? Die größten Veränderungen, dass ich selbstständig arbeiten konnte. Ich habe sehr viele Arbeitsbereiche und das hat mir gefallen. Und ich konnte meinen Sohn großziehen und er hatte die größtmöglichste Freiheit und Möglichkeiten, die ich ihm geben konnte. Was machst du hier bei der FEGO? Ich mache Bücher. Also Computerarbeiten, Schreibarbeiten, die Buchhaltung zum Teil, im Garten sehr viel, Bücher versenden, Mitgliederverwaltung, ja, und alle anderen Arbeiten, die alle anderen Mitglieder auch machen. Als wir deinen Sohn interviewt haben, hat er sehr oft dich erwähnt und man hat so gemerkt, dass so eine extreme Innigkeit und Verbindung zwischen euch beiden ist. Kannst du darüber noch mal was erzählen? Ja, das ist so. Wir lieben uns einfach und meine Eltern und mein Sohn haben auch ein inniges Verhältnis und das war auch zum Teil eine Familie, die außerhalb von hier war. Das hat einfach eine andere Sichtweise noch gegeben. Ist noch etwas, was du sagen willst zur ganzen Sache? Nein. Michael, you want to ask Did you something? get the subtlety about the division of labor, the position in the shadow for the female and the male? Is there any Ja, gibt es da Unterschiede zwischen der Arbeit der Männer und der Frauen hier bei euch und bei der FEGO? Ja, die Männer machen so Betonarbeiten und Pflastern und also, wo man Muskelkraft braucht. Aber sonst gibt es keine Unterschiede. Und die Frauen eher weniger Muskelkraft. Obwohl im Garten braucht man auch ziemlich Kraft, Muskeln. And just for what it's worth, hast du etwas UFOs gesehen? Ja, yeah, she said that. She did? Okay, Ja. I didn't. Yeah. Du hast viele UFO-Sichtungen Ja. gehabt? Ja, schon als Kindheit. Also das ist für mich gar kein Thema eigentlich. She was when she was a kid, she saw it with her dad, and she mentioned it Right, earlier. that was in the beginning. Yeah. But here, she seemed Hast du auch hier UFO-Sichtungen gesehen? Ja, in der Nacht und auch schon ziemlich nah. Also ich habe das eigentlich alles im Zeugenbuch, ist das alles aufgeschrieben. Das war schon länger jetzt, als 20 oder ja, 25 Jahre.